Ja, moin Leute und willkommen zu einem neuen Server-Info-Video. Heute will ich euch ein kleines Event vorstellen, das wir jetzt hier haben. Das heißt, so klein ist es gar nicht, okay. Denn es geht darum, es ist ein Bauwettbewerb, der wird 3 Wochen laufen bis zum 25. Ich glaube bis zum 25.07., bis zu dem Mittwoch jedenfalls. Heute ist der 4.07., das heißt plus 21 Tage, das sind 3 Wochen, also sind wir beim 25. müsst ihr hinkommen. Ja, ein kleiner Bauwettbewerb hier in der Cheatwelt. Hier hat jeder die gleichen Chancen, da alle dieselben Materialien haben. Der einzige Vorteil, den VIPs haben, ist, dass sie World Edit haben. Aber das war's dann auch. Und zwar findet das Ganze hier vorne statt, auf diesen grünen Feldern. Ja, hier sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Felder das sind. Es sind aber einige. Es sollte reichen. Wenn die Fläche nicht reicht, mache ich halt noch ein bisschen größer da vorne oder hier. Wie auch immer. Es geht darum, ihr sollt irgendwas bauen, was nicht größer als 4 dieser Chunks ist. Das ist immer ein Chunk, das heißt 4 auf diesen Flächen. Ihr könnt hier 4 nebeneinander wählen, ihr könnt auch so ein ja, Quadrat hier wählen. Oder sonst wie. Jedenfalls 4 von diesen Flächen stehen jedem Spieler frei, sie zu bebauen. Ihr könnt auch in Teams arbeiten, allerdings auch als Team dürft ihr nicht mehr als 4 Flächen benutzen. Das heißt nicht, dass sich nachher hier 2 zusammenschließen und dann auf 8 Flächen bauen, so nicht. Sondern wirklich immer nur 4 pro Team oder pro Spieler. Und der Gewinner oder eher die Gewinner nachher, die erhalten dann einen Preis. Wobei ich eher für Einzelteilnehmer bin, da Teams dann meistens sich eben entweder verzanken, weil ihnen ja untereinander was nicht gefällt. Oder weil ja der Preis, der wird dann halt nachher aufgeteilt. Denn der Preis ist eigentlich schon fest vorgegeben. Ich sage ihn jetzt noch nicht. Aber so ja, ich sag mal so, wenn es halt einer nur baut, dann hat er mehr davon, als wenn wir jetzt hier 10 haben, die zusammen was bauen. Also, gut, ist klar, worauf ich hinaus will. Baut hier irgendwas Schönes, es gibt keine Vorgaben, bis auf halt diese maximale Größe von 4 Feldern zu benutzen. Erst wollte ich nur ein Feld machen, aber ich glaube, das ist ein bisschen wenig, da hier die meisten schon der deutlich größer sind. Deswegen 4 Felder und zwar das Ganze zählt nur auf diesen grünen Flächen. Wer woanders was baut, das heißt irgendwo da vorne oder halt hier schon was hingebaut hat, das nimmt nicht dran teil. Ihr könnt dasselbe natürlich nochmal hier hinbauen, wenn ihr wollt und wenn ihr meint, damit gewinnt ihr. Ja, sonst gibt es keine Vorgaben. Ihr könnt alles benutzen, alle Materialien, die ihr halt hier im Inventar zur Verfügung habt. Ganz normal Creative Mode ist ja in der Creative Welt. Die ganze erreicht ihr, wie gesagt, über den Spawn. Das heißt, im Spawn ist auch so ein Tor. Einfach durchgehen, kommt ihr hier hin und dann diese Straße lang gehen. Da vorne sind dann die grünen Felder auf der rechten Seite. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wie gesagt, 4 Felder und dann sehen wir uns auf dem Server. Bis dann.